Moin Moin Leute, und da sind wir wieder bei Guild Wars 2. So, wir müssen uns doch mit den Ordensvertretern treffen und mal den nächsten Plan besprechen. So, ich habe mal kurz beim Durchgang, ein paar Level sind wir aufgestiegen. Eigenschaften habe ich: Gefechtsbeherrschung erhöht, ausgewählt Gewetzte schneiden, dass ich mit kritischen Treffern Blutung verursachen kann. Zumindest Chance darauf habe. Und auch hier mal ein paar Punkte investiert in die beiden Elite-Fähigkeiten umschlingen. Was einen Gegner erstmal bewegungsunfähig macht, das finde ich sehr, sehr praktisch. Bluten verursacht. Und Meliandros Avatar, der wird dann nebenbei auch nochmal ausprobiert. So, jetzt betreten wir aber erstmal die Instanz. Und gerade nebenbei, es sind die Halloween-Feiertage. Ich werde jetzt erstmal das Gespräch abwarten und dann schauen, ob wir mit dem persönlichen Quest weitermachen oder mal sehen können, dass wir das Halloween-Quest finden. Alastia Krehe hatte eine seltene prophetische Gabe. Was Kellach wohl wissen wollte. Was es auch war, die Antwort trieb ihn in den Wahnsinn. Mich wundert, dass das bei Gelehrten der Abtei nicht öfter passiert. Der Orden der Gerüchte hat kein Verständnis für reine Ach Forschung. ja, das hatten wir uns ja auch schon angehört. Das Gespräch hatten wir doch letztes Mal schon gemacht. Bloß wir wurden außerhalb von Götterfels reingeschickt. Mögen die Sechs euch Weil behüten. das ja als Instanz gilt. Einmal sicher gehen. Vertretung der Krone, schön euch zu sehen. Wie verlief euer Einsatz? Kellach haben wir nicht entdeckt, aber wir haben herausgefunden, dass er mit der Piratin aller. Okay. Das hatten wir uns ja schon ausgewählt. Was waren nochmal die Optionen? Hallo, Fremde. Beim Pläne noch einmal wiederholen. Das kann ich gebrauchen. Die Abtei möchte ein Ritual des Grenz abhalten, um mit dem Geist der toten Seherin zu sprechen. Dann der Gerüchte plant, die Piraten zu infiltrieren und Informationen zu sammeln. Na, ich verstehe. Ich traue den Piraten aber nicht über den Weg. Ich würde, glaube ich, mal den direkten Weg versuchen und die Piraten wiederbeleben. Wissen ist der größte Schatz. Josie, erzählt mir, worum es bei dem Ritual geht. Die Priesterin Ri steht hoch in Grenzgunst. Sie vermag, den Schleier zu durchdringen und Alastia zurückzurufen. Es könnte gefährlich sein, aber wir lernen dabei auch eine Menge. Danke für die Erklärung. Sucht Und ihr wir gehen nach diesen Weg. Wissen? Ich bin bereit, meine Wahl zu treffen. Ja, wir werden Alastias Geist herbeirufen. Denn direkte Informationen sind immer die besten. Wenn den Toten in Kontakt zu treten, wird uns die meisten Informationen beschaffen. Treff mich beim Hetzranfelsaufschluss und wir beginnen. Danke, wo immer das jetzt auch ist. Wir dürfen eine Belohnung wählen. Speerschleuder, Harpune ist, glaube ich, Nahkampf. Da wähle ich dann auch lieber eine dickere Speerschleuder aus. Treffern, fügt Blutungen hinzu. Das Ding auch. Dann nehme ich doch lieber etwas mehr Kraft Was ist dabei. jetzt zu tun? Das Ding wählen wir aus. Dann geben wir uns jetzt gleich erstmal den Blick auf die Karte, wo das denn wäre. Und sonst gehen wir nach Löwenstein, was glaube ich so das Zentrum der Festivitäten gerade ist. Auch wenn heute schon irgendwann dann der zweite Akt beginnen müsste. Weitergehen, weitergehen. Schauen wir mal. Okay, da geht's weiter und dafür sollten wir sein 26. Dann gehen wir doch zumindest schon mal ins Gebiet rein und schauen uns da dann nachher um. Also, Thunwachtschanze. Oh, dann kommen wir mal wieder ins Königinnental rein. Haben uns ja lange nicht mehr umgeschaut. Dö. Dazu, die Karte brauche ich sowieso nicht ganz.
nicht auf Login-Server zu... So, jetzt sind wir bei der Wegmarke. Irgendwie gab es ein Login-Problem. Und ich konnte nicht rein. Was ist das denn? Ich glaube, die Dinger gehören zum Halloween-Fest. Da will ich durch. Oder was? Kann ich da durch? Was sind das für komische Türen? Kann man damit nichts machen? Okay, dann halt nicht. Befinden sich noch eine Offensive. Oha, wir müssen die Turmwachtschanze verteidigen. Das machen wir aber auch kurz. Vielleicht nicht stark genug, aber sicher wütend genug. Bereitet einfach die Verteidigung vor. Nicht, dass das Ding hier noch... Wo sind sie denn? Hallo. Liebe Zentauren. Da. Wieder oder diesmal von vorne? Da kommen sie. Hier geblieben. Weglaufen hier, feige Sau. So, den Krieger. Mal unsere. Schönen. Oh, das ist nett. Unser Elite gefällt mir. Weil die Blutung extrem stark ist. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Was ihr seht. Wieso siehst du das hier denn nicht, Junge? Na, die scheinen da hinten rumzukommen. Oder? Na, oh, hier haben wir jetzt aber einen Haufen. Na komm, Speerfeuer, kriegen wir da noch was rein? Ja, sieht soweit gut aus. Nein, der Feldwebel ist gestorben. Komm hoch, Junge, Kampf ist noch nicht vorbei. Na, da steht er wieder. Immer dann, wenn ich Speerfeuer einsetzen will, lohnt sich es kaum noch. Und der Feldspäbel ist schon wieder tot. Das ist doch deprimierend. Ja, das ist gerade ein Fest für die Elis. Momentan mal gerne hier rumlaufen. Beeindruckende Kombination. Adrenalin steigt an.
Irgendwas wird hier schon reinlaufen. Alles, was wir hier tot gemacht haben, auch mal einsammeln. Oh, da ist der nächste. Halt noch nicht ganz. Oh, und da hauen sie wieder ab. Ja, aber das könnt ihr alleine machen. Nur wenn ihr ihren nächsten Angriff abwarten wollt. Sonst macht euch bereit zum Abmarsch. Ich mache mich bereit zum Abmarsch, aber in eine andere Richtung. So, wir haben wahrscheinlich jetzt ziemlich viel Scheiße aufgesammelt. Apropos, wie sieht's hiermit aus? Gut, davon haben wir noch genug dabei. So. Dann bin ich mal aufs nächste Gebiet gespannt. Okay, Holztor. Gendaranfelder. Interessantes Ladebild. Normalen Händlerkarawane aus. So, wo sind wir denn hier? Okay, muss ich meine Rüstung reparieren? Nö, aber Schrott kann ich sicherlich bei dir verkaufen. Wenn das schon mal weg ist, bin ich glücklich. Danke. Hier, was hast du eigentlich? Ich könnte nochmal... Edles Wiederverwertungskit. Naja, darauf will ich jetzt noch nicht umgehen, aber auf Schlichte werde ich jetzt mal standardmäßig wechseln, wenn dann das Kompakte leer ist. So, ich habe tatsächlich noch Eisenholzfäller-Axt. Ist mir zu blöd. Stahl. Eisenerntesichel. So. Ach ja, hab ich doch bestimmt noch anderen Kram, den ich fix loswerden kann. Oh, siehst du, so eine saures Tasche. Die Dinger später. Erstmal den Kram, den ich definitiv nicht brauche. So. Oh, da bin ich jetzt gespannt, was ist da denn drin? 2 Stücke Candykorn. Okay. Handwerksmaterial. Oder Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Naja, Zuckerrausch halt. Elixier der Helden. Ah ja. Wir werden für 3 Sekunden unverwundbar. Die sind hier gut ausgestattet, die Leute. Schauen wir uns mal ein bisschen auf der Map hier um. Okay, wir müssen Richtung Norden. Tamini Mogule treffen sich, um Angriffsstrategien zu besprechen. Na, den müssten wir dann doch gleich mal eine draufkriegen. Ah. Tamini. Natürlich kämpfen wir auch hier wieder gegen Zentauren. Irgendwie hätte ich nichts dagegen, wenn da mal was Neues kommen würde. Daher haben wir einiges an Eisenerzadern und anderem. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Ja, ein netter kleiner Fluss. Okay, das sind Moas. Hier, Höhlentrolle. Kommt her. Oh, schleudert zu Boden. Ja, dann sollten wir uns hier etwas Abstand halten. Und ich wechsle vielleicht erstmal wieder auf meinen Bären.
Veteranenhöhlentrolle. Die wohnen ja schon in einer ziemlich netten Höhle. Kann man nicht meckern. Aber gar kein Speer. Das macht mich schon fast traurig. Die suchen wir mal die Höhle. Finden wir bestimmt was an. Geht doch. Ah, das sind zum Teil Messer, wie es scheint. Ja, der Kerl haut gut zu. Na, den Veteranentroll will ich aber haben. Umschlingen. Ach, die Reichweite ist kleiner, als ich es im Kopf hatte. Au. Na, gleich haben wir ihn. Aua. Geht doch. Da ist der dicke Wicht tot. Ach, der Krieger sieht nicht danach aus, dass er gerade unsere Hilfe braucht. Das Ende ist nah. Wieder so ein durchsichtiger Schleim. Hier müssen wir wahrscheinlich mit dem Ort kommunizieren. Aha, Krieger benutzen Gewehre. Schleimanalysator. Aha. Bin schneller als ein Centaur. Und da geht er. Aus diesem Wasser würde ich nicht trinken wollen. Gefäß anbieten. Bereits eine Flasche. Schaut euch... Achso, probiert mal. Ah, okay. Wir müssen einfach einen Gegenstand benutzen. Aha. Jetzt sind wir Schleim. Nee, beide wollte ich jetzt eigentlich nicht angreifen. Schade, dass wir in der Schleimform nichts wirklich machen konnten. So, etwas mal ran für... Ja, hält ziemlich lange. Wie lange ist das? 20 Sekunden, das ist nicht wenig. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Schneller als ein Centaur.
Ist der Norn, dass er sich in einen Wolf verwandeln kann? Dick und groß war er, ja. Im Angriff auf Nebo-Terrasse. Was ist das für ein komischer Steinschlag, der ja auf uns runterkommt? Rohes Candycorn. Das kommt wahrscheinlich aus den komischen Türen hier. Na gut. Und ja, hier oben ist dann schon unser Punkt, den wir suchen. Aber die Nebo-Terrasse, das finde ich schön. Den Ort kennt man aus dem ersten Guild Wars. Tödliche Kombination. Die gefällt mir. Hier wollen wir wiederbleiben. Naja, dann. Ab in die Instanz. Sprecherin der Toten. So, wo ist er denn? Da hinten. In einem Zentaurenlager. Nachts. Na, hier sind sie zumindest tot. Priesterin Rie. Okay. Kennen wir noch nicht. Hallo, Josia. Und ihr müsst Priesterin Rie sein. Eine Freude, euch kennenzulernen. Willkommen, Vertretung der Krone. Dies wird eine seltene Gelegenheit, einen Blick unter das schwarze Tuch des Todes zu werfen. Ich werde mir Aufzeichnungen machen. Aufzeichnungen? Macht ihr sowas denn öfter bei euch in der Abtei Dormant? Die Abtei erforscht viele Bereiche der Magie, vom Arkanen bis zum Göttlichen. Doch dies ist ein extrem schwieriges Ritual. Ist das Feuer ich bin können? Schrecklich aufgeregt, dass ich teilnehmen darf. Meine Aufzeichnungen helfen vielleicht anderen in der Abtei bei der Untersuchung alter Gräber, die Grant geweiht sind. Ich freue mich schon darauf. Priesterin Rie, sind wir bereit anzufangen? Sind wir. Ich werde gleich den Schleier zwischen dieser Welt und den Nebeln durchbohren und Alastia Krähes Geist herbeirufen. Aber nehmt euch in Acht. Es wird etwas dauern, bis sie antwortet. In dieser Zeit könnte alles Mögliche durch das Portal gelangen. Wir könnten mit etwas Unerfreulichem konfrontiert werden. Beschützt mich, während ich den Kanal aufrechterhalte, oder das Tor schließt sich und wir sind verloren. Verstanden. Wir sind auf alles vorbereitet. Möge der Dunkle unsere Bemühungen segnen. Fangen wir an. Folgt mir in die Tiefe dieser Höhlen, wo die Grenze zu den Nebeln dass sie das verwischt. Nicht vorher sagen können, dass da ein Portal geöffnet wird, wo alles rauskommen kann. Es sollte sicher genug sein, das Ritual hier abzuhalten. Selbst Zentauren würden diesen Gestank scheuen. Also vorhin standen hier noch das Leute. Das ist die Müllhalde, wo die Zentauren ihre toten Sklaven entsorgen. Große Götter, schrecklich. Was ist hier denn alles gestorben? Die hatten einiges an Sklaven. Und da müssen auch noch Essensreste dabei sein. Ah, Meckes-Tüten kann ich gerade nicht ausmachen. Denkt daran, das Ritual schwächt die Grenze zwischen den Welten. Seid auf alles gefasst. Konzentriert euch auf das Ritual, immer. Priesterin. Wir werden euch beschützen. Grant, Gebieter des Winters, erhört mich. Öffnet die Tore zu den Nebeln. Die Lebenden rufen die Toten. In Grants Namen, Alastia Krähe, Seherin der Wily-Plünderer, Piratin und Orakel, ich rufe euren Geist. Erscheint. Erscheint und sprecht. Hm.
Na, wir sind gespannt. Zwei Portale. Drei Portale. Wir wollen doch nur eins haben. Interessant. Ich muss sie alle aufrechterhalten, sonst scheitert das Ritual. Großartig. Okay, das hier wird nicht einfach. Unser kleiner Gelehrter macht zumindest seinen Job. Mal auf den Kurzbogen wechseln. Ah, diese Ranken scheinen dann aber auf alle zu gehen. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Damit gefallen mir die bindenden Wurzeln noch viel, viel mehr. Au. Na komm, weiter angreifen. Ist ihr Zustand gut, die lebt. Schade, dass nur 150 Sekunden Aufladezeit hat. Okay, ich glaube, so langsam kommen wir mit denen klar. Die Soundkulisse ist aber auch komisch mit dem... Als würde sie die ganze Zeit runtertropfen. Uns beschützen. Oh. Etwas Mächtiges nähert sich. Seid vorsichtig. Ist auch klar. Niedere Klingenattacke. Zum Glück eine niedere. Aber bald haben wir wieder unseren... unsere Elite-Fähigkeit. Komm. Bam. Was? Konnte sich schon wieder befreien? Das waren keine 20 Sekunden. Aua. Grant sei gepriesen. Ich spüre den Geist, nach dem wir suchen. Alastia Krähe, sprecht mit uns. Ah, da ist er. Sehr schön. So, sag mal, was du zu erzählen hast. Wir hätten noch ein paar Fragen. Sprecht zu mir, Geist von Alastia Krähe. Grant, der Gott des Todes, zwingt euch dazu. Erzählt mir von Kellach, dem Seraphen. Wieso kam er zu euch? Hat er euch getötet? Er hat mich reingelegt. Rache, ich wollte Rache. Er suchte Macht, um seine Königin zu schützen. Also wandte ich das gegen ihn, zu seinem Verderben.
Unsere Besatzung plünderte ein orianisches Schiff. Einer der erbeuteten Schätze war verflucht. Orianische Artefakte sind unvorstellbar gefährlich. Die Abtei... Ah, ja. Tut mir leid, Priesterin Rhi. Natürlich. Später. Sprecht weiter, Geist. Wie wolltet ihr euch rächen? Kellach nahm die Beute an sich. Er suchte einen Weg, Kreider vor Saltan zu beschützen. Doch ich wusste, er würde nur der Verderbnis anheimfallen. Ich dachte, das sei das Ende gewesen, aber Kellach fand mich auf meinem Schiff. Er verlangte, dass ich den Fluch entfernen solle. Das konnte ich nicht. Er schlachtete meine Mannschaft ab. Ich musste ihn aufhalten. Darum habe ich gelogen. Mit meinem letzten Atemzug sagte ich ihm, der einzige Weg, den Fluch zu beseitigen, sei ein Bad in königlichem Blut. Ja, wunderbar. Bei Cormirs Hand, wie konntet ihr das tun? Er will jetzt Königin Jenna umbringen. Na und? Die Königin hat nicht einen Finger gerührt, um meiner hungernden Mannschaft zu helfen. Oder als Schiffe der Auferstandenen uns auf offener See angriffen. Meine Rache wird perfekt sein, wenn Kellach das vernichtet, was zu schützen er einst geschworen hat. Fort mit euch, übler Geist. Alastia Krähe, ich entlasse euch in Grants Arme. Geht und erfleht die Gnade des Gebieters über Frost und Eis. Danke, Priesterin. Kommt, Josir. Wir müssen sofort Hauptmann Thackeray warnen. So, okay. Dann erstmal raus hier. Jetzt wissen wir zumindest, wie es dazu kam, dass Kellach verflucht ist und was sein eigentliches Ziel ist.